So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke und es ist soweit. Der Dicke hat Geburtstag. Ich habe ja heute, glaube ich, schon ein Pokémon-Video hochgeladen. Ich produziere das natürlich vor, ne? Weil um die Uhrzeit sitze ich jetzt nicht hier auf der Toilette. Das ist nur fürs Video, das habe ich früh aufgenommen. Ein Pokémon-Video müsste heute schon gekommen sein. Und ein Video möchte ich abends jetzt für euch noch raushauen, denn der Hannes hat mir letztens ja ein Paket geschickt. Das war richtig cool, da habe ich mich übelst gefreut, so ein Fanpaket. Und der Hannes hat noch ein Paket geschickt für meinen Geburtstag. Jetzt, wo ich 32 geworden bin, stellt euch das vor, schreibt mal in die Kommentare, wie alt ihr seid. Ne? Das wäre richtig lustig. Möchte ich natürlich mir mal das Paket vom Hannes angucken, was ich bis jetzt aufbewahren musste, durfte es nicht öffnen. Und heute möchte ich es öffnen am Geburtstag, ganz frisch. Vorher aber möchte ich euch das hier mal zeigen. Hier sind nämlich so Boxershorts, richtig genial, von der Mutter natürlich, wer kennt das nicht, wenn die Mutter immer ankommt und wenn sie schon keine Socken schenkt, ne? Ihr wisst ja, jeder hasst Socken und wenn man schon keine Socken bekommt, dann kriegt man eben Slip-Boxer-Briefs, was auch immer, Briefs, keine Ahnung, ist wie ein Briefumschlag, den ihr euch über den Dödel zieht. Zwei Stück in der XXL. Tja, dicke Menschen brauchen eben Platz. Aber das sind nicht nur Boxershorts, was übelst peinlich ist, sondern sie hat hier sogar noch zweimal Google Play Guthaben reingepackt. Das ist eigentlich immer das, wenn jemand fragt, jo, was willst du denn zum Geburtstag, was willst du denn zu Weihnachten, was willst du denn morgen zum Frühstück? Ich sage immer, schenkt mir doch Google Play Guthaben, das kann ich wenigstens für den Kanal nutzen. Dann kann ich Content bieten, ich kann Eier brüten, ich kann Raids machen, ich kann alles Mögliche. Zweimal 50 Euro, nicht wie bei Flair 50 Dosen, sondern zweimal 50 Euro, das ist richtig fett. Für jede Boxershort also 50 Euro, insgesamt 100 bei zwei Stück. Das ist cool. Dafür ziehe ich auch die Hosen an, versprochen. Mama, wenn du das siehst, ne, die ziehe ich doch gerne an. Sieht ja eh keiner. Vielleicht kann man die auch so als Badeshort anziehen, wenn man wieder im Brunnen spazieren geht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich zu Ostern ja diesen Hasen bekommen habe. Das ist im Prinzip eine Salami. Das eben wegen dem Google Play Guthaben, den habe ich letztens aus Spaß mal aufgemacht und wollte gucken, wie lange die Salami darin eigentlich noch haltbar ist. Und dann habe ich gesehen, hier ist ja auch noch eine Google Play Karte drin, die noch unbenutzt ist. Die ist noch nicht eingelöst. Die war von Pupsi damals. Ich hätte mir hier nämlich so eine schöne Frühlingssalami geschenkt gehabt zu Ostern. Und ich habe bisher immer verschwitzt, das Google Play Guthaben einzulösen. Muss ich auch noch machen, zusammen mit dem anderen von der Mom jetzt. Adi ist auch am Start. Ah, du dreckiger Hase. Adi. Jetzt ist der Adi wieder runtergehüpft. Jetzt wollte ich euch mal zeigen. Hier ist er doch. Da guckt da der Adi. Adi. Oh, der Adi hat gerade gefressen. Jetzt riecht er wieder so gut. Aber wir kommen mal zum Paket vom Hannes Schröder. Das sieht nämlich so toll aus. Hier wieder so ein Packset. Diesmal aber mit Muster. Da sind lauter Flamingos drauf. Und hat meine Mom auch schon gesagt, ja, wenn du das aufgemacht hast, dann würde ich den Karton aber gerne nehmen, weil das ist so ein stabiler Karton. Da kann man was reintun, ne? Und der sieht lustig aus. Habe ich gesagt, ist kein Problem. Ich habe noch nicht reingeschaut. Pupsi hatte schon mal reingeschaut, weil es hieß, für sie wäre da auch was drin. Und dass sie das vielleicht in der Schokolade oder so, dass sie das raustut, dass das nicht schmilzt in dieser heißen Zeit. Sogar mit einer Geburtstagskarte. Ich mach's mal auf. Ich zeig's mal kurz, wie es von hier aussieht. Ihr habt erstmal wieder ganz viel Zeitungspapier. Steht ja auch vorne drauf, Vorsicht, Glas. Hier eine Geburtstagskarte. Alles Gute zum Geburtstag. An der Seite sehe ich schon diese Chio Tortilla Chips. Das ist lustig, weil in dem letzten Paket waren auch welche drin. Und ich habe immer gesagt, ich mag nicht diese dünnen Chips, wenn, dann müssen die geriffelt sein oder Tortillas. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wir gucken uns jetzt aber erstmal hier die Karte an. Alles Gute zum Geburtstag. Für Adi ist auch noch was drin und für Pupsi noch eine Schokolade. Wunderbar. Dann machen wir das mal auf. Eine Sheep World Karte. Das ist ja richtig, wie sagt man immer, jetzt habe ich den richtig schnulzig, ne? Wir machen das mal.
Dinge, an denen du merkst, dass du richtig alt wirst. Ein Auto vom Pflegedienst folgt dir überall hin. Du findest, die Musik im Supermarkt hört sich gar nicht so schlecht an. Deine Schuhe werden immer beiger. Du kannst dich noch an Fernsehen mit drei Programmen erinnern. Deine Lieblingslieder werden Oldies genannt. Doch das Wichtigste, an dem du merkst, dass du richtig alt wirst, du bekommst alberne Karten wie diese hier zum Beispiel. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Steht auch noch was dabei. Hi Bro, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute zu deinem 32. Geburtstag. In Liebe und viele Grüße, Hannes. Das ist aber schön, der Hannes, der liebt mich. Jetzt weiß ich's, ohne dich ist alles doof. Habt ihr auch schon mal so eine SheepWorld-Karte bekommen? Das war doch mal der Trend, oder? Überall gab's SheepWorld-Sachen, Tassen, Teller, Bettdecken, Karten natürlich, so Anstecker. Es ging den ganzen Tag, das ist doof, alles ist doof, jenes ist doof. Ist ja meistens wirklich so, dass alles doof ist. SheepWorld hat's also auf den Punkt gebracht. Da ist der Adi wieder, der chillt hier wieder neben mir im Waschbecken, hängt die Füße runter. Ah, Füße! Jetzt nicht mehr, das mag er nämlich immer nicht, wenn man da an den Füßen rumzieht. Dann haben wir hier natürlich eine Packung Chio Tortillas Hot Chili. Das ist sehr cool, denn am Geburtstag wird auch immer viel genascht. Plus eine Packung Chio Tortillas Hot Chili. Das ist also Doppel Hot Chili. Wenn man hier das aufmacht, sehen wir gleich die Traueranzeigen. Das ist also richtig genial. Ursula Klare Kurt Sedlmeier. Jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Das hat er reingemacht, damit ich nicht mehr so fröhlich bin. Damit ich auch mal über den Ernst des Lebens nachdenke. Ne, wir machen mal den Rest auf. Wir haben hier nämlich eine Milka-Schokolade mit Kuhflecken. Das bestimmt nicht für Pupsi. Die esse ich doch mit Kuhflecken. Auch hier Adi schon wieder. Adi schon wieder richtig so der Boss, der die Pfote runterhängen lässt. So, Adi, konzentrier dich. Was? Wo? Okay, Adi, alles wird gut, ne? Adi, der ist manchmal, der hat so eine Konzentrationsschwäche. Wir tun was, mal das Papier mal hier runterwerfen. Gucken mal zu dem Rest, denn was wären Tortillas ohne Dip? Jetzt habt ihr also extra noch Cheese Dip dabei bei den Tortillas. Ob ein Bottich reicht für zwei Packungen, ich weiß es nicht. Wie macht ihr das immer? Beziehungsweise meistens ist so viel drin, dass man den Rest mit dem Löffel rausschlotzt. Was auch richtig eklig ist, werden die meisten sagen. Dann haben wir hier natürlich noch Knuspertaschen von Whiskas. Die esse ich ja besonders gern. Sind natürlich für'n Adi, genau. Was ist denn? Ja, der Adi hat schon die Ohren gespitzt, der hat gehört, dass da was los ist. Und dann sehe ich hier, das ist alles klangheimlich, das muss Pupsi ja nicht mitkriegen, ne? Wir haben mal auf den Hannes und auf den Geburtstag. Seht ihr es, könnt ihr es noch, guckt euch das an. Ich weiß gar nicht, wer heute rausfahren muss zum Geburtstag. Ich hoffe nicht ich, aber wahrscheinlich ich. Ach egal, wir gucken mal, wie wir das machen. Ich kann Pupsi bestimmt überzeugen. Prost auf Hannes natürlich, auf den Geburtstag, auf die Community, auf die Abonnenten, auf den Kanal, auf die Dicken, auf den Iswo, auf Adi, auf alles, auf Pupsi. Und Pupsi haben wir auch noch ein Paket, das werden wir uns gleich noch angucken. So, müssen wir heute auch keine Zähne putzen, aber jetzt schon gemacht. So muss man das machen. Dankeschön auf jeden Fall an Hannes. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man sowas macht. Deswegen richtig coole Aktion. Und jetzt habe ich noch was bekommen. Das ist richtig schwer von Pupsi. Da habe ich die ganze Zeit schon gewundert. Da steht Michels Specialities GreatBritishFood.de. Das wollen wir natürlich auch mal aufmachen und hier auch mal reingucken. Das wisst ihr auch, wieso es heißt Ramses der Dicke, wenn man den ganzen Tag nur am Essen ist und am Essen sein muss. Das sieht nämlich einfach aus wie ein riesen Fresspaket. Könnt ihr hier, wenn ihr von oben mal reinguckt, da ist auch alles vollgestopft, wirklich bis zum Rand. Gibt es ja eh so verschiedene Sachen im Internet, wo es auch japanische
Naschboxen gibt, wo dann irgendwelche Tentakelmonster drin sind. Nein, das ist auf jeden Fall British Food. Da sind wir gespannt. Ihr fängt auch an mit Chips. Great Taste. Terrell's Handcooked English Crisps. Sea Salt and Cider Vinegar. Established Herefordshire, England. 150 Gramm. Kennt ihr diese Chips? Die habe ich im Edeka, gibt es die, glaube ich, immer. Im Edeka sehe ich die relativ häufig. Gibt es natürlich auch viele verschiedene Sorten. Das ist jetzt hier grün, also mit Meeressalz und Cidre Vinegar mit Apfelessig. Keine Ahnung. Irgendwas so ähnlich auf jeden Fall. Meersalz und bla. Guckt euch den Mann an mit seiner... Sieht aus wie einer von den Korrespondenz mit seiner runden Brille, der ordentlich einen Tee hat und freut sich da schon. Eigentlich wollte ich Chips machen, aber irgendwie dreht sich alles. Our Signature Crunch. Steht natürlich auch alles auf Englisch da, obwohl es hier natürlich auch hier in Deutschland gibt. Da steht es, glaube ich, dann aber in Deutsch drauf, denke ich mal, hoffe ich mal, weiß ich nicht. Legen wir auch mal zur Seite, gucken mal, weil hier sind so viele kleine Sachen drin. Cadbury White Buttons. Was auch immer das ist, Cadbury White Buttons, da ist, sind so Kekse... Was hier als Pinguinaugen dargestellt wird. Weiße Schokolade. Okay. Mit Milch. Also weiße Schokoladenaugen in dem Sinne. Dann haben wir den Gingerbread Man. Contains 7 Stay Fresh Snack Packs. Each with 3 Biscuits. Since 1855. Free from artificial colorings, flavors and preservatives. Zwei extra Packs. Ihr habt also hier den Gingerbread Man, ne? Auch zum Naschen. Das ist also cool. Das wäre ja auch was zum Hinstellen, fürs Kaffee oder so, zum Kaffee trinken, für die Gäste. Ihr wisst, ich trinke eigentlich keinen Kaffee, aber die Gäste, ne? Die trinken immer Kaffee. Dann haben wir hier von Snyder's of Hanover Cheddar Cheese Filled Brezel Sandwiches. Das finde ich auch sehr cool, denn diese Snyder-Firma, die hat auch im Netto oder so, gibt es das, glaube ich, gibt es von denen auch verschiedene Sachen. Da habt ihr so Brezelstücke, die gibt es mit Honig-Taste, die gibt es mit Cheddar-Cheese-Taste, die gibt es mit Wasabi-Taste. Die finde ich eigentlich richtig genial und das ist auch von derselben Firma, von Snyder's. Sind aber gefüllte Brezel-Sandwiches. Deswegen haben die zwei... Entschuldigung, das war das Mundwasser. Deswegen haben die also zwei... Also einen Boden und einen Deckel. Und dazwischen ist so Creme drin. Cremiger Cheddar-Käse. Ich dachte immer, Snyder steht dafür, dass sie direkt diese Brezelstücke machen. Aber ihr seht, Snyder kann auch viel mehr. Und macht auch Brezel-Sandwiches. So muss man das machen. Guck nochmal der Adi. Adi. Belästigt nicht den Adi, wenn er im Waschbecken liegt. Dann haben wir hier noch Weingums. Gibt's auch bei uns. Finde ich eigentlich mit am besten so, weil viele stehen ja auf diese ganz weichen Gummitiere. Ich mag das eigentlich immer, wenn das ein bisschen fester ist, ein bisschen härter. Deswegen, ich habe sehr gerne immer diese Weingums geholt, die halt so einen betröppelten Geschmack haben, aber die schön fest zum Kauen sind. Besser als diese Teile, wo immer hinten so weißer Schaumstoff dran ist und vorne ist halt so Gummi. Ein Pfund, ne, ist das. Ein Pfund Weingums von Maynard's Bassett's. Das klingt ja schon richtig wie ein Wrestlername. Kennt ihr auch Maynard's Bassett's? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann habt ihr hier... Ach du mal, was ist das denn? Oh, von Barat. Sherbet with a liquoric dip. Sherbet Fountain. Keine Ahnung, was das sein soll. Wenn du nicht zufrieden bist, dann schick's einfach zurück, alles klar. Wenn ihr wisst, was das ist, sieht aus wie Klebstoff, ne?
Kann ich ja mal eine Fuge verkleben, wenn da irgendwas ist. Sieht auf jeden Fall. Oh, der Adi hat es gewittert. Adi, was sagst du? Was ist das? Der Adi, der schreckt schon zurück. Ich glaube, der Adi, der hat. Der ist. Ich glaube, das ist doch kleb. Ah! Da hebt er die Pfote. Wir tun es mal hier in die Klopapierrolle reinstellen. Das ist doch eine gute Sache. Dann haben wir Soft Jellies Wild Safari, auch von Maynard's Bassets. Maynard's Bassets ist wahrscheinlich Carly Kugelblitz, ne? Nur halt dort in England, in Großbritannien, auch wieder ein Pfund. Sind halt verschiedene Safari-Tiere auch als Süßigkeiten und fühlen sich auf jeden Fall auch etwas härter an als diese normalen Sachen. Könnten mit den Weingums sozusagen konkurrieren. Hier ist jetzt eine Tüte, da ist was abgedeckt. Das passt ja gar nicht zum Rest, oder? Wir gucken mal hier rein. Six Potato Scones. 1, 2, 3. Dafür, dass man das, wenn man das in der Mitte durchschneidet, ja, weiß ich was, sieht einfach aus wie so Pfannkuchen. Potato Scones. 6. Trennt ihr durch, habt ihr 3 Lagen. Weiß ich jetzt nicht genau, was man damit macht. So essen, gar nicht essen. Bisschen Wurst drauf. Mit Dip, keine Ahnung. Sieht aus wie eine Vorspeise. Mindestens haltbar bis 9.07.2020. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Pupsi, ich weiß nicht. Du hast es ja erst bestellt, denke ich mal. Dann packen die dir hier einfach so verschimmeltes Brot mit rein. Das ist auch eine gute Sache. Deswegen ist das ja auch in diesem extra Beutel, der Safety Beutel gegen Schimmelpilz. Nein, the Nisa Family of Independent Croggers. Nisa. Habt ihr schon mal Nisa gehört, ne? Wenn der Ramses niest, dann ist das auch so. Jetzt haben wir hier so eine, einfach nur als Trennwand, so eine Zwischenschicht oder wie? Oha. Jetzt fängt es erst richtig an. Jetzt sehe ich erstmal, was hier abgeht. Deswegen ist es auch so schwer. Da sind ja lauter Dosen noch drin. Und was ist das? Crucials Extra Hot Chili. Fire Hot Sauce with Scorching Chilies. Also eine Chili-Soße. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Hat auch hier 4 Chilis angezeigt. 4 von 4. Mehr geht bestimmt nicht. Das müsste also das schärfste, fetteste sein. Auch diese Flasche sieht aus wie bei diesen Billig-Imbiss-Buden, wenn da immer diese Druckflaschen rumhängen, wo Ketchup oder Senf rauskommen. So auf den Kopf und ihr drückt dann immer und alles fliegt raus. Hier sieht man auf jeden Fall auch durch die Verpackung, durch diese Kerne, diese Chili-Flocken. Das ist auf jeden Fall cool. Ich habe gedacht, das ist wirklich alles nur Süßes. Aber ich glaube, jetzt wird es erstmal richtig interessant. Chili-Soße aus dem Paket. Ich weiß gar nicht, wo ich es überhaupt noch hinstellen soll. Ich tue es mal hier rüber, ne, wenn alles umfällt. Ah! Da fällt schon alles runter, ich hab's gewusst. Wir stellen es nicht dahin beim nächsten Mal. Dann haben wir Ye Old Oak Favorite since 1949. Hot in 60 Seconds. Hot Dogs in der Dose. Einfach Ye Old Oak Hot Dogs in der Dose. Heiß in 60 Sekunden. Warum nicht? Hotdogs mit Chili-Soße. Wo sind die Brötchen? Brötchen brauchen wir auch noch. Ich müsste den Bottich eigentlich wieder hier hochstellen. Ich stelle es mal auf den Spülkasten. Ne? So geht das auch. Wie gesagt, jetzt kommen wir zu den Getränken. Ne? Das sind natürlich, hier kann man auch, Prinzes Hot Chicken Curry. High in Protein. Ihr habt also auch noch ein Chicken Curry dabei. In a Dose. Ne? High in Protein, also mit vielen Protein. Auch so zum Aufmachen. Sieht aus wie Katzenfutter. Glaubt, das könnte ich auch dem Adi in den Body packen. Der isst sowieso immer alles. Ich weiß nicht warum. Der isst auch Sachen, die gar nicht zum Essen sind. Der würde das Chicken Curry essen und die Dose zusätzlich. Das sieht aber auch gut aus. Hot Chicken Curry. Vor allem auch, weil es wieder scharf ist. Und Hühnchen ist ja eh immer eine gute Sache. Dann haben wir hier weiter Heinz Macaroni Cheese with a Creamy Cheese Sauce. Heinz kennt man ja auch bei uns, ganz original. Ach, so eine Dose habe ich auch noch nie gesehen.
Käse Macaroni mit extra cremiger, käsiger Käsesoße dazu in einer Dose zum Warmmachen. Heinz Macaroni Cheese. Und guck, das C von Macaroni ist auch extra so eine Macaroni-Nudel. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Plus, was ist das denn? Jetzt sind wir wirklich beim Hundefutter angekommen. All Day Breakfast. Breakfast. For an all day tasty filler with baked beans, sausages, mushrooms, pork and egg nuggets, bacon. Von Hunger Breaks. Also Hungerpausen. Das ganzen Tag Frühstück mit gebackenen Bohnen, Würstchen, Pilzen, Schweine und Eier, Nuggets, Bacon, also so Schinken. Das sieht auf jeden Fall komisch aus. Ihr habt also so eine breiige Bacon-Masse und da fliegen Pilze drin rum, da fliegen Würstchen drin rum, da fliegt Eiermasse drin rum. Da ist gar kein Nippel dran zum Aufziehen. Aber egal, da können wir uns ja jetzt gut vorbereitet in unseren Bunker zurückziehen. Ne? Wenn der nächste Weltkrieg ausbricht, sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet und haben All Day Breakfast am Start. Und jetzt haben wir aber hier Dosen. Wir haben nämlich eine, ach du meine, Full on Flavor Low on Sugar Bar Cream Soda. American Cream Soda. Noch nie, cremiges Wasser? Bar Creme Soda? Warum nicht? Kann man ja mal probieren. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Hat sogar Pfand. Warum nicht? Pfand? Hey, 25 Cent geschenkt, ne? Ach so, jetzt, ne? Great Taste 49p. Also Pence. Auch von Bar Cola. Es gibt nämlich nicht nur cremiges Wasser, es gibt auch Cola von Bar, das auch dazu, auch natürlich mit Pfand, auch natürlich hier draufgestellt, auf eine Klospülung. Dann haben wir A Taste of the Caribbean, K.A. Sparkling Caribbean Cola für 59 Pence. Die ist also teurer als die andere. Und da wird die Cola auch nicht mit C geschrieben, sondern mit K. K-A. K-A? Caribbean Cola. Wieso haben sie nicht KC gemacht? KC klingt doch viel cooler als K-A. K. Auf jeden Fall nochmal Cola. Ich glaube, Pupsi hat das für sich bestellt. Die trinken doch so gerne Cola, oder? Dann haben wir Tango Strawberry Watermelon. Also eine Mischung aus Erdbeeren und Wassermelone. Die tanzen zusammen einen Tango, aber auch wieder hier sugarfree. Da bin ich mal gespannt, weil ihr wisst ja, wenn ihr immer so Vanille-Cola kauft, richtig genial. Wenn ihr Vanille-Cola kauft ohne Zucker, richtig pervers. Aber wenn hier die meisten Sachen ohne Zucker sind, schmeckt das? Schmeckt das nicht? Wie wäre es mit Zucker? Man kann ja nachträglich theoretisch auch noch Zucker reinmachen. Dann hätte man auch den richtigen Geschmack. Dann kommen wir zum Old Jamaica Ginger Beer in der Light-Version. Ginger Beer, da denken die meisten wirklich, das ist Bier mit Alkohol, aber das ist eigentlich immer auch nur Limonade. Old Jamaica Ginger Beer, ich kann gerade gar nicht sagen, aus was das jetzt wirklich besteht. Carbonated Low Calorie Ginger Beer Flavor Soft Drink with Sweetener. Also mit Süßungsmitteln auf jeden Fall in der Light-Version. Sieht eigentlich aus wie eine Bierdose, ist es aber nicht. Und ja, das ist halt auch so Blurre zum Trinken. Am besten natürlich eiskalt genießen, weil gekühlt schmeckt alles sowieso einfach, egal was es ist. Aber so warm hier vom Klodeckel braucht ihr eigentlich nichts trinken. Und als, ach, wir halten ihn in Ehren, wir hätten ihn schon fast vergessen. Oh, unser Mr. Bar. Mr. Bar ist nämlich zurück mit seiner Great Taste für 49 Pence Bar Bubblegum. Als letzter Halunke im Bunde ist hier in dieser Packung, in diesem Karton, wo nur noch lauter Gefiesel drin ist, noch eine Dose Bar Bubblegum dabei. Und da
Steht natürlich nicht zuckerfrei, weil Bubblegum, das muss ja süß sein. Da müssen euch ja gleich, da muss euch alles runterfallen. Full on flavor, no sugar. Okay, ich nehme alles zurück. Kein Zucker, also schon mal zuckerfreien Kaugummi genascht. Hä? Hier habt ihr auf jeden Fall jetzt nur noch Gewusel drin. Das könnte man so rausnehmen, kannst durch die Gegend werfen, kann der Adi mitspielen. Vielleicht kann das auch als neues Katzenklo benutzen. Den Rest lassen wir drin. Ich glaube, wir packen dann auch ein paar Sachen zurück. Erstmal in den Karton, in die Dose. Ich glaube, gerade diese 3 Dosen Bar wäre natürlich auch was für Ramses Kitchen, mal so zu testen als Collection, die Bar Collection. Einfach gucken, wie schmeckt das, wie sieht das aus. Die anderen Getränke auch, vielleicht die diese Fertigessensprodukte, diese Dosen. Jetzt weiß ich auch, was Pupsi gemeint hat mit, wenn du meins auspackst, da ist auch was für deinen Kanal dabei sozusagen. Wir gucken mal, wir testen das alles natürlich, wir schauen uns das alles noch genauer an. Was habt ihr zuletzt so zum Geburtstag bekommen? Was war euer letztes Geburtstagsgeschenk oder worauf habt ihr euch am letzten, zuletzt besonders gefreut? Das war es aber jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich habe euch jetzt mal gezeigt, was ich gerade so bekommen habe. Das ist natürlich nicht alles. Wir werden ja heute zum Kaffee dann rausgehen, zur Familie. Da wird es vielleicht noch was geben. Zum Abendbrot wird dann noch ein bisschen gegrillt nebenbei, was getrunken alles, so ganz chillig, ganz gemütlich. Am Wochenende ist dann nochmal eine Runde mit den Jugendlichen und den Freunden, wo wir dann es nicht übertreiben. Also alles ist gut, ne? Ich bin gespannt, was das alles noch bringt, was das alles wird. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut. Das ist alles nur für die Hardcore-Fans, ne? Die einen gucken Pokémon und die anderen, die gucken, wie der Ramses auf dem Klo sitzt eine Stunde und hier irgendwelche Chips und Bartdosen auspackt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.